Hallo, schön, dass du hier bist, beim Podcast Volles Potenzial. Mein Name ist Alex Hurschler, ich bin Profiler, Trainer und leite die Menschen an, ihre Fähigkeiten und Talente zu entdecken und dies voll auszuschöpfen. Ja, du kannst dir vorstellen, wie ein offenes Lebensbuch blätter ich in deinen Seiten umher und erzähle dir, wer du genau bist, mit welchen Charaktereigenschaften du ausgestattet bist, wo deine Fähigkeiten und Potenzial liegen, wie du dich zum Beispiel in deinem Beruf begibst, wie du zu Hause bist, wie du dich bei Freunden gibst und noch viel mehr. Das ist das volle Potenzial und so lese ich Menschen und trainiere ihre Fähigkeiten zu schulen. Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ich auch den Podcast heute zu Weihnachten mit dir teilen darf. Daher möchte ich dich gleich fragen, wie feierst denn du Weihnachten? Was ist dir bei Weihnachten so wichtig? Und kannst du den Weihnachten für dich genießen? Ist es purer Stress oder ist es auch bereits schon erholsam? Was machst du? Ich möchte dir gerne in diesem Podcast über die Weihnachten reden und dir vielleicht einige Inspirationen mit auf deinen Weg geben. Hallo, wunderschöne Weihnacht wünsche ich dir und das möchte ich doch gleich auch so erwähnen. Ich bin bereits wieder unterwegs und gebe dir heute den Podcast hier aus den Bergen. Ich bin in einem kleinen Raum, eventuell kannst du es auch schon hören, das ein bisschen knarrt und macht und tut, denn es ist wahrscheinlich nicht gerade den optimalen Ausgangslage für dich, wo du es gewohnt bist, mit dem Akustischen, denke ich mal. Aber ich gebe mein Bestes und möchte dir hier einige Inputs über die Weihnachten geben. Es gibt immer die Leute, die sagen, Alex, ich bin so gestresst zu Weihnachten, ich darf noch ganz viel planen, organisieren. Ist das die Zeit der Weihnachten? Ist die Weihnachten für dich auch ein Stress? Oder kannst du es genießen? Wie mache ich es denn? Die Weihnachten ist auch für mich ein bisschen ein Ort, wo ich mit meiner Familie genießen kann. Ich ziehe mich da meistens zurück, schließe meine Firma und gebe dir den Podcast, mache einige Sachen über das Web, aber das war es auch schon. Das ist für mich ganz wenig und so, dass ich es auch mit meiner Familie genießen kann. Ich plane die Weihnachten immer etwas davor, dass ich eben dann über diese Adventszeit das bereits schon gemacht habe und nicht so einen Stress wahrnehme, wie es vielleicht andere Menschen wahrnehmen. Stress ist ein Punkt, wo du vielleicht auch schon gehört hast, Distress und Eustress. Weihnachten ist für mich eigentlich ein Eustress, denn auf den freue ich mich. Den genieße ich ganz speziell und kurz vor Weihnachten mache ich das so, ich sage dann immer so, wow, jetzt ist die letzte Woche angebrochen, wo ich alles zum letzten Mal tun darf. Seit ich dies für mich begonnen habe, habe ich gemerkt, dass das mir Spaß macht. Ich darf alles noch zum letzten Mal in dieser Woche machen, übrigens auch in diesem Jahr, übrigens auch in dieser Zeit und zu diesen Tagen. Also freue ich mich doch, weil ich immer denn das Beste geben möchte. Ich will diesen Tag dann ganz speziell für mich gestalten und ich sage dann auch so, wow, das sind meine vier letzten Kunden, die kommen. Wow, das war jetzt übrigens mein letzter Trainingsabend. Wow, das war jetzt übrigens mein letzter Workshop, Seminar, Vortrag. Was auch kommen wird, es ist immer der letzte. Übrigens, das ist jetzt mein letzter Podcast, wo du in diesem Jahr hören kannst. Und das finde ich doch was Spezielles. Und darum habe ich mir gedacht, heute möchte ich gerne einen unkonventionellen Podcast machen. Ich werde dir erzählen, was für mich Weihnachten ist, was für mich Liebe ist, Zuneigung und was mir da wichtig ist, dass du das vielleicht für dich auch aufnehmen kannst und einen Moment in dich gehen darfst und eben diese Zeit der Ruhe, diese Zeit der Besinnlichkeit, die Zeit, wo du für dich und deine Liebsten oder eben auch deine Familien genießen darfst. Und wenn du jetzt eben gedacht hast, oh nein, Familie, weißt du, da muss ich mich treffen, oh weißt du, dann sehe ich die Leute, die ich eigentlich da nicht sehen möchte. Und da kann ich dir gleich sagen, übrigens, das ist Familie.
mit Familienmitgliedern kannst du gar nicht wütend sein, weil die Familie gehört zu deinen liebsten Kreisen und die darfst du einfach annehmen, wie sie sind. Du musst doch die Familie nicht umkrempeln, umstellen, sondern einfach annehmen, wie du das gerne möchtest. Und in dem Coaching gebe ich vielen Menschen die Tipps, geh doch in die Rolle des Sohnes, des Vaters, des Bruders, der Tochter, der Schwester, der Mama, der Mutter, der Schwiegersohn, irgendwie das, was du willst oder eben was du bist und werde dir diese Rolle bewusst. Da wurde mir gerade bewusst, dass ich vielleicht meinen Podcast über Rollen machen kann, wie ich es eben sehe. Was in der Rolle doch so wichtig ist, wo du gerne dann sein wirst. Du spielst sie nicht, du bist sie dann und wie du mit diesem Ganzen umgehen kannst. Und dann wirst du merken, wow, das ist was Wunderbares. Übrigens, Eustress habe ich sofort aktiviert und ich darf in dieser Rolle was lernen. Denn nämlich den Menschen, der um mich ist, annehmen, wie er eben ist. Das ist ein Teil der Liebe, wie du eben auf Menschen eingehen kannst. Was du für Menschen bist und wie sie dich erwarten, dann brauchst du in dieser Zeit auch gar nicht Stress auszuwirken, da dies vielleicht für dich auch schädlich ist oder eben nicht so optimal. Ich habe heute Morgen einen kleinen Beitrag gelesen von einem Astronauten, von einem Schweizer, der hat gesagt, wenn du im Weltall bist, dann siehst du, wie verletzlich, wie verwundbar unser blauen Planet ist. Er ist so wunderschön von der Natur. Du kannst das Wasser, die Natur, die Landschaft, wie auch die Wolken, die Winde, die Lichter, die wir generieren, sehen. Und dann wird dir bewusst, hat er gemeint, wie viel der Mensch auf diesem Planet schon kaputt gemacht hat, die Wälder, die er abgerodet hat, die Fabriken, die du siehst, anscheinend auch, was sie ausstößen. Damals wurde ihm anscheinend bewusst, dass wir auch achten dürfen, wo wir wohnen und was wir hier produzieren. Ich fand das noch spannend, weil das sind ja Menschen, Physiker, Piloten, die nicht so esoterisch oder eben auf diese Weise sind, aber wenn sie da draußen sehen, dann sind sie weit weg von der Mutter Erde und können das sehen, was wir da unten eben nicht sehen. Und das fand ich ganz spannend. Wenn du dich vielleicht auch mal an meinem letzten Podcast erinnern magst, sobald du dich aus deiner Perspektive hinausnimmst, eben aus deinem Punkt herausnimmst und eine andere Rolle schlüpfst oder eine andere Sichtweise kriegst, wirst du sehen, was es da alles noch gibt. Da oben geht es nicht um Profit, um Gier, um Macht, was du eben da für dich alleine hinausnehmen kannst. Nein, da oben kommen wir wieder zusammen. Er hatte auch gemeint, viele Länder werden sich da oben wieder zusammenschließen und zusammen was Wunderbares kreieren können. Und das braucht immer wieder eine Sichtweise, die wir uns nicht gewohnt sind. Man nimmt uns heraus und gibt uns einen anderen Blickwinkel. Und das ist für mich auch Weihnachten. An Weihnachten kann ich doch mit meinen Liebsten zusammen sein, einen Blickwinkel zu sehen, wie andere Menschen eben sehen. Zu verstehen, dass wir zusammen was Wunderbares generieren können. Denn ein Moment, wo wir einen wunderbaren Austausch, eine Kommunikation, ein Essen, Geschenke, Musik zusammen hören können, musizieren vielleicht selber, aus einem Buch eine Geschichte lesen oder einfach zuhören. Oder einfach sein, wer wir sind und diesen Moment einfach genießen. Aus dem Stress des Alltags weg und Moment für dich und deine Familie. Vielleicht wirst du auch Menschen treffen, die du gar noch nie getroffen hast, um mit ihnen einen Moment gönnen zu dürfen. Das ist für mich Weihnachten, wo wir genießen dürfen. Und übrigens, ich würde es wunderbar finden, wenn wir Weihnachten jeden Tag genießen können mit dieser Ansicht. Ich habe vor kurzem auch mal
ein Mensch gehört auf dem Internet, auf dem YouTube, wo er erzählt hat, dass Rom eine Großmacht war. Du kannst sogar noch in anderen Geschichten herumdüsen und schauen, wo wir da auch noch Großmächte gehabt haben. Ägypten war doch eine Großmacht. Kannst du aber noch weiter zurückgehen zu den Sumerern, die war eine Großmacht, die konnten auch schon Rechnungen, die hatten auch schon Zahlungsmöglichkeiten und konnten auch schon Kornspeicher bauen. Die waren schon sehr weit und intelligent und das ist doch schon einige paar Jahre her. Hunderte, wenn nicht mehr. Aber diese Mächte gibt es nicht. Und der hatte gemeint, immer wenn wieder Großmacht entsteht, werden wir an unserer Intelligenz oder unsere Intelligenz, wie wir sie nennen, eben wieder zerbrechen, weil es der mentale Moment ist. Und da kam mir ein Wort und ich habe sofort das aufgeschrieben. Denkst du oder fühlst du schon? Denn wir dürfen doch auch als Mensch mit dem Herzen fühlen. Hier im Internet geht es in letzter Zeit immer darum, sich mental zu stärken, mental fit zu sein. Und dann tippen die Menschen auf den Kopf und die haben das Gefühl, sie werden dann ihr Intellekt stärken. Aber wenn wir so die Großmächte anschauen, die sind an ihrem Intellekt gescheitert. Da wäre es doch schön, wenn wir lernen können, wie es die Astronauten meinen, mit dem Herzen zu denken. Das Herzset statt der Mindset, das Herzset zu stärken. Mit dem Herzen zu denken und mit dem Herzen auf andere Menschen zugehen. Und übrigens, das Herz meinen die meisten Menschen dann auch der Tastsinn oder der Bauchgefühl, was eben der Tastsinn ist. Menschen zu fühlen, mit Menschen umzugehen. Ich würde danach weitergehen, mit all unseren Sinnen, doch die Menschen anzunehmen, wie wir sind, eben das volle Potenzial zu entfalten. Wo wir eben mit all unserem Sinnen, ich kann auch Menschen riechen, mit der Nase. Ich kann auch Menschen hören über die Ohren. Ich kann Menschen fühlen über meinen Körper. Ich kann Menschen schmecken über meinen Mund. Wenn ich was Feines koche, wenn ich was Feines trinke und so andere Menschen wahrnehmen. Wenn wir dieser Mindset vom Herzen, sage ich jetzt einmal, als Gesamtheit von der Wahrnehmung einstellen möchten, würde ich das wunderbar finden, weil wir so eben alle Menschen mehr beglücken können. Ich würde es wunderbar finden, wenn du diese Weihnachten nicht denkst und sagst, wow, ich bin doch gestresst, was kann ich denn da alles tun? Nein, hör auf mit dieser Einstellung und fühle mal, einfach fühlen, was du für dich fühlst und dann gib das Gefühl weiter und dann darfst du den Menschen sagen, hey, wenn du gefragt wirst, ich fühle mich sensationell, hey, ich fühle mich großartig, hey, ich fühle mich so sensationell und möchte gerne das mit dir teilen. Trinken wir doch zusammen einen Kaffee, einen Punsch oder ein Güppli zu einem leckeren Apero, welcher ich nachher für mich und meine Familie bereitstellen möchte. Aber bevor es soweit ist, möchte ich dir doch noch erzählen, was denn der Vorteil von deinem Herzset ist. Du wirst einen größeren Mehrwert haben, denn wenn du lieb und so auf die Menschen zugehst, wirst du mit der Zeit das auch zurückbekommen. Denn die Menschen, sobald sie dir eine Veränderung merken, werden sie dich sagen, hey, was meinst du? Wieso bist du anders? Und in diesem Moment möchten sie dich noch einmal daran erinnern, dass du dich eben verändert hast. Und eigentlich möchten sie es schätzen, wenn sie dich wieder zurückgewinnen könnten. Dann kannst du sagen, nein, ich möchte gerne mein Heartset neu definieren, neu justieren und mit diesem in diese Weihnachten gehen. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir alle Menschen um uns herum mit dieser Einstellung beglücken könnten? Ich mache das diese Weihnachten. Ich mache es auch jetzt mit diesem Podcast und ich möchte dir erwähnen, dass ich alle Menschen um mich herum sehr gerne habe. Ich liebe sie und gebe dieses auch weiter mit diesem Podcast. Der ist übrigens zu 100% kostenfrei. Du musst dir nur deine Zeit nehmen und ihn anhören. Es ist deine Zeit, die du für diesen Podcast oder diesen Moment des Zuhörens einsetzen willst.
Willst du denn das? Der Mehrwert ist, dass du lernst, mit deiner Wahrnehmung umzugehen, mit deiner Liebe anzunehmen und auch was Wunderbares machen. Ich würde es wunderschön finden, wenn du diese Weihnachten bei jeder Begrüßung, die du bekommst, weil wir machen das meistens so, na, wie geht's dir, Alex? Und ich sage jetzt ein Wort. Ich fühle mich gerade sensationell und ich bin überglücklich, dass ich diesen Podcast mit dir machen darf. Das sind Worte, wo du auf dich aufnehmen kannst und für dich umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du das für dich machen würdest, weil wenn du das machst, wirst du merken, all deine Zuhörer werden dich anders anschauen. Sie werden dich anders wahrnehmen und sie werden deine Worte überlegt in die Waagschale werfen. Wie gehe ich mit dem um? Es kann sein, dass du am Anfang all deine lieben Menschen um dich herum komplett überforderst. Aber in der Zeit finden sie es schön. Da du gesagt hast, ich fühle mich, dann hast du auch angetönt, dass es ein Gefühl ist und dann eine Bestimmung, wie es ist, eine Bewertung gemacht und das darfst du zeigen. Wenn du das zu Weihnachten machen tust, würde ich das wunderschön finden. Ich finde es spannend, mit dir hier diesen Podcast zu gestalten und auch dir diesen Input weitergehen. Für das wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachten. Genieß sie. Wir hatten gerade vorher unseren Christbaum aufgestellt. Wir haben ihn geschmückt und jetzt die Geschenke darunter gelegt, welche wir dann am 24. auspacken und beschenken dürfen. Ich freue mich bereits schon auf diese Geschenke, sind übrigens ganz spannende darunter, welche ich meine Lieben weitergebe. Du wirst von mir auch schon bald ein Geschenk bekommen. Auf meiner Webseite habe ich so ein Produkt, was ich dann schon bald für dich gestalten werde. Es ist nämlich der 5am Club, der schon bald für dich präsent wird. Aber erst im neuen Jahr. In diesem alten Jahr möchte ich mich ganz herzlich bei dir, bei euch allen bedanken, da ihr mich so unterstützt habt, diesen Podcast zu starten. Ihr trägt auch diesen Podcast hinaus, wo viele Menschen den bereits hören dürfen. Immer wieder Menschen kommen auf mich zu und sagen, Alex, machst du auch einen Podcast? Ja, ja. Das ist eine spannende Unterhaltung. Die nächste Frage ist immer, wie viele Zuhörer hast du denn? Ich so, ja, über 2.500. Wow, das ist doch gewaltig. Ich so, ja, das ist wunderbar, dass ich das bereits schon mit euch teilen darf. Und diesen Podcast wirst du eben am Weihnachten hören dürfen. Ich würde mich freuen, wenn du doch mein Geschenk annehmen könntest, welches ich dir vorher gesagt habe und das mit deinen Lieben teilst, damit du dein volles Potenzial für dich entfalten kannst. Ich wünsche dir jetzt wunderbare Weihnachten. Genieße sie in deiner Ruhe, in deiner Achtsamkeit. Genieße deine Mitmenschen um dich herum. Denn es ist ein Fest mit den Menschen und nicht alleine. Fühl das hinein. Nimm doch auch noch deine liebsten Tiere mit, welche du hast und fühle diesen wunderbaren Moment, wo du mit deiner ganzen Familie oder auch wenn du alleine bist, geh doch an einen Ort hin, wo andere Menschen sind, bring einen Tee mit oder einen Kaffee und feiere dieses Fest der Liebe mit anderen Menschen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bis bald, euer Alex Horschler.